Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video hier von Krypto Deutschland. In diesem Video reden wir über Bitcoin. Das ist hier ein Notfallvideo, deshalb werde ich mich hier auch kurz fassen. Bitcoin bricht aktuell, wie es aussieht, nach unten hin aus, was natürlich ein sehr tiefes Preisziel zur Folge hat. Liegt daran, Elon Musk hat gerade wieder einen Tweet gemacht. Seitdem fällt der Bitcoin wieder in einem Stück runter. Fuckt mich auf jeden Fall mega ab. Ich denke, ihr könnt das sehr gut nachvollziehen. Und für Bitcoin wird es definitiv nicht vorbei sein. Das nehme ich schon mal vorweg. Ich glaube jetzt nicht, dass es mit Bitcoin vorbei ist. Kann es gar nicht sein, weil die Fundamentaldaten sich nicht geändert haben und auch nicht ändern werden. Und ja, wenn euch das Video trotzdem gefällt, drückt auf jeden Fall einen Daumen nach oben, supportet hier dieses Video und genau, wer auch ein bisschen sauer auf Elon Musk ist, drückt den Daumen nach oben. Und ja, jetzt starten wir mal direkt hier im Bitcoin-Chart und schauen uns mal an, was hier aktuell passiert. Aktuell sieht es hier so aus, als würde der Bitcoin nach unten hin ausbrechen. Ich bin hier gerade auf dem Daily Time Frame. Ich werde jetzt mal hier in den 4-Stunden-Chart rein wechseln. Und der gute Herr Musk hat wieder was auf Twitter gepostet. Den Tweet werde ich euch jetzt auch gleich zeigen. Und seitdem er diesen Tweet gepostet hat, das war jetzt hier vor 10, 15 Minuten, seitdem fällt der Bitcoin hier wieder geradewegs runter, was komplett unnötig ist. Und ja, hier an dieser Stelle haben wir leider nicht mehr den Breakout nach oben hin geschafft. Wir sind ja hier super nach oben ausgebrochen, wollten hier gerade confirmen und sind dann gecrashed wegen dem Tweet von Elon Musk, weil viele Leute dann verkauft haben. Und ja, danach konnten wir uns wieder fangen, haben das aber weiterhin nicht geschafft, sind dann hier an der Resistance gescheitert und brechen jetzt hier gerade nach unten aus, was natürlich hier auch ein realistisches Szenario ist, dass wir jetzt hier eine riesen Wick machen, das heißt, dass wir hier einmal nach unten gehen, eine riesen Liquidation Candle machen und dann weiterhin nach oben hin ausbrechen und eventuell doch noch nach oben hin gehen. Aktuell ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass wir nach unten ausbrechen. Ich habe jetzt hier aus Sicherheitsgründen auch meine Long-Position mit ein wenig Verlust geschlossen. Das passiert leider auch mal. Damit kann man natürlich dann im Endeffekt nicht rechnen. Hier war es, wie gesagt, eigentlich ein safer Breakout, hätte Elon Musk nicht getwittert. Natürlich kann man auch nicht Elon Musk alles in die Schuhe schieben, ist ganz klar. Aber war halt nachts, da konnte ich nicht früh aus dem Trade rausgehen. Und ja, jetzt bin ich hier natürlich, warte ich hier auf einen 4-Hourly oder einen Daily Close. Der Daily Close kommt ja jetzt auch bald. Und wenn die Daily Kerze unterhalb Close ist, die Wahrscheinlichkeit höher, dass wir weiter nach unten ausbrechen. Ich hätte euch das Preisziel für den Breakdown nach unten hin auch zeigen. Und das Preisziel für den Breakout nach unten hin, jetzt habe ich hier das falsche Preisziel, von einem kleineren Pattern war das. Ich ziehe das Preisziel jetzt hier schnell nochmal. Das Preisziel war nämlich um die 22.000 Dollar und das wäre natürlich verdammt ärgerlich. Natürlich würde der Bitcoin sich dann hier unten erstmal wieder einpendeln und fangen. Ist halt natürlich nur blöd, 22.500 Dollar, wenn jetzt hier das Breakdown-Target, kommt jetzt natürlich darauf an, ob die 4-Stunden-Kerze hier schließt. Der 4-Hourly-Close ist übrigens auch gleichzeitig mit dem Daily-Close. Und ja, das wollte ich euch hier einfach nur mal kurz mitteilen. Wie gesagt, es kann natürlich, wenn das Video oben ist, auch sein, dass wir hier nur rausgewickt sind mit einer großen Wick und dass hier die Leute aus dem Trade gekickt werden. Was ich auch für realistisch halte, dass wir hier Fake-Outen und dann trotzdem noch nach oben hin ausbrechen. Das kann natürlich auch passieren, aber aktuell muss man natürlich aus technischer Sicht ganz klar sagen, dass es jetzt hier mehr nach einem Breakout nach unten hin aussieht. Und ich werde euch jetzt nochmal schnell den Tweet vom Elon Musk zeigen. So, jetzt seht ihr hier auch den Tweet von Elon Musk. Er hat geschrieben, don't kill what you hate, save what you love. Seitdem, also ihr seht hier um 13.18 Uhr ist dieser Tweet online gekommen. Seitdem ist Bitcoin einfach nur am Fallen und meine Augen wieder komplett unnötig. Der sollte, ja, ich will jetzt hier nicht beleidigt werden, aber ist ja auch egal, kann sich ja jeder seine Sachen zu denken. Und genau, was das jetzt genau wieder heißen soll, weiß ich jetzt auch nicht. Auf jeden Fall habe ich jetzt erstmal meine Long-Position geschlossen. Ich warte jetzt bis auf den Daily Close und werde dann neu entscheiden, was ich mache. Die Leute in meiner VIP-Gruppe, denen werde ich das auch später noch mitteilen. Das heißt wahrscheinlich heute wieder eine längere Nacht. Aber ist auch kein Problem. In 2 Stunden close die Daily Candle und dann schaue ich, was ich mache. Auf jeden Fall bin ich jetzt erstmal aus meiner Long-Position raus und warte jetzt hier erstmal ab. Wenn euch das Video gefallen hat, drückt den Daumen nach oben und dann sehen wir uns morgen im nächsten Video. Und bis dann und ciao.